Hallo, hier ist der Marc von Marcos Welt. Ich möchte heute mal über Halloween 2018 sprechen. Also hier kommt meine Meinung mit der falschen Maske und dem falschen Kostüm zu Halloween 2018. Ich gehe davon aus, ihr habt entweder den Film gesehen oder es ist euch herzlich egal, wenn ich euch jetzt verrate, was passiert. Und ich habe eine sehr positive Meinung. Der Film ist großartig. Er ist genau das, was halt Halloween-Fans, Michael Myers-Fans generell wollten, brauchten, mal dahingestellt. Aber das ist eine Blaupause, wie es wirklich geht. Eine schöne Fortsetzung nach vielen Jahrzehnten Franchise-Geschichte. Man könnte auch einfach sagen, Lizenzreihengeschichte hier abzuliefern. Und was ist hier in dem Film los? Ganz einfach. Wir haben nur Halloween 2018 und Halloween 1978. Der 81er Film wird ignoriert, denn da ist ja Laurie Strode die Schwester von Michael. Das kommt in diesem Film nicht anders als noch in 98er Halloween 20 Jahre später H20. Da war es noch so, dass man Halloween 1 und 2 genommen hat, denn erst im zweiten kommt raus, sie ist die Schwester. Das ist also hier so. Ihr guckt Halloween 1978 Original. Dann guckt ihr Halloween 2018 und danach Halloween Kills, habe ich ein eigenes Video, werde ich unten verlinken. Das war's, die anderen spielen keine Rolle in dieser Zeitlinie. Ja, alle anderen Sachen sind, naja, wenn es gewünscht ist, mache ich übrigens mal über die Halloween-Filme generell meine Meinung-Video. Da sind ja nicht alle Teile gut. Es gibt sogar ganz viele richtig schlechte mittlerweile. Kann man mal drüber reden. Ja. Und im ersten Film haben wir ja halt einen sehr rudimentär dargestellten Killer, der halt einfach so als schwarzer Mann im Prinzip umhergeht und dann halt Leute tötet. Warum, weiß man nicht so richtig. Und ja, er wird irgendwie gefasst, das erfahren wir ja auch nie so richtig. Am Ende vom Film ist er nämlich einfach weg. Eigentlich war es damals nicht geplant, eine Fortsetzung zu machen von Carpenter. Ging einfach nur darum, dieses Mysterium aufrechtzuerhalten. Ja, und dann musste er einen neuen Film drehen, wollte er nicht. Und ja, da gab es halt sehr viel Kontroverse und Geschichten hinter den Kameras. Jedenfalls knüpft der 2018er Film genau hier an. Wir wissen nicht so richtig, wie Michael mal gefasst wurde. Das spielt auch eigentlich keine Rolle. Faktisch ist es so, dass er jetzt halt in seinem Sanatorium lebenslang ja festgehalten wird. Mittlerweile ein alter weißer Mann ist, der nicht spricht. Und der auch immer nur aufs Böse wartet. Man sieht ihn auch hier erstmal ganz lange ohne Maske, aber nie sein Gesicht. Das heißt, diese richtige Entmystifizierung findet gar nicht statt, finde ich sehr gut. Hätte man hier richtig in den Sand setzen können, meiner Meinung nach, wenn man eben sein Gesicht zeigt. Das hätte ich nicht sehen wollen. Das hier ist ja auch, es könnte jetzt jeder sein. Ich könnte Michael Myers sein. Dafür rede ich zu viel. Also jedenfalls haben wir halt hier die Sache, dass halt sein Gesicht erstmal irgendwie nur so von halb der Seite, mal der Kopf von hinten oder so. Dann kommen Reporter. Also er selber wäre auch einfach da geblieben. Es ist nicht so, dass Michael jetzt plötzlich, ja, und jetzt geht es nochmal los. Nee, sondern es kommen in sein Leben Reporter, die jetzt der Meinung sind, aus Sensationsgeilheit, sie müssen da eine Geschichte erzählen und suchen Laurie Strode auf und suchen Michael Myers auf. Und Loomis ist ja schon lange tot, Donald Pleasants Figur, weil eben Donald Pleasants tot ist. Und es gibt einen Nachfolger. Der wirkt auch erstmal sehr kompetent und interessiert und motiviert. Und letztendlich stoßen die ganzen Reporter das Ganze ja erst an. Auch bei diesem Arzt. Ja, und nachher kommt dann heraus, dass es irgendwie so ein bisschen konstruiert ist, dass der Arzt halt möchte, dass Michael ja halt wieder auf Laurie trifft, weil das muss ja passieren. Die Reporter tun hier Übriges dazu. Die Reporter selber suchen Laurie auf, die dann halt die Geschichte erzählt. Wir treffen hier auf Laurie, die halt nicht mehr das einsame oder so ein bisschen biedere, schüchterne Mädchen ist, sondern sie hat mittlerweile ja schon eine Familie hinter sich. Sie ist mindestens geschieden, das erfahren wir nicht näher. Wir haben halt nur ihre Tochter und deren Familie, zu der sie keinen guten Kontakt hat, weil sie sowohl Alkoholikerin ist, aber auch die Kindheit ihrer Tochter Karen versaut hat, dadurch, dass sie vorbereiten wollte. Also es ist wie bei Terminator 2 mit John Connor und dann kommt irgendwann das Jugendamt und nimmt weg und so war es da auch. Und das ist unglaublich clever und einfach konsequent erzählt, dass Laurie paranoid geworden ist, dass Laurie halt hier ihre Kinder schützen wollte, vorbereiten wollte. Michael wird irgendwann wiederkommen, er wird uns suchen, es wird so sein. Ja, das ist einfach richtig gut. Und
diese Entfremdung wird uns gezeigt, dass die Enkeltochter aber hier eine Generation dazwischen steht und dann halt wieder einen Bezug zur Oma hat und auch einen sehr guten Draht, also dass die ein schönes Verhältnis miteinander pflegen, nur eben auch leicht unterbunden durch die Mutter, das ist auch irgendwie schön. Und das Ganze kriegt dieser Film hin, was ich gerade erzähle, ohne dass er Längen hat, ohne dass er langweilig wird. Das muss man mal hinkriegen. Ja, also Laurie übt auch mit Gewehr und allem. Sie sieht jetzt halt ihrem Alter entsprechend auch aus. Jamie Lee Curtis hat ja wahrscheinlich absichtlich auf das Make-up verzichtet. Also sie hat ja auch sehr viel kreativen Einfluss geäußert, was jetzt als das Ganze anging. Sie sieht auch entsprechend ja, zerzaust aus und schafft es dann auch mal ein paar Minuten lang, sich, wenn sie sich wo vorstellt, ne, dann dem neuen Freund ihrer Enkelin, da dann so, ah, ich bin die Oma, erstmal gut darzustellen, nur damit es dann doch sofort öffentlich wieder knallt. Es ist realistisch. Es ist genau das, was in wirklich jeder Familie auch mal zu einem oder anderen Punkt passieren kann. Gerade wenn es um Feiern geht, wie, ich weiß es nicht, wir feiern keine Erntedank, aber bei den Amis ist es ja ein großes Thema, Weihnachten, Ostern. Wir kennen auch diesen Familienknatsch wahrscheinlich irgendwie alle. Ja, und sowas passiert dann da öffentlich. Es ist so, das hat mich einfach auch persönlich gegriffen, wo ich mir gesagt habe, ja, genau so geht das. Das ist echt, das ist gut. Ja, das zeigt einfach irgendwie so eine Charaktertiefe und Konsequenz, die ich bei so vielen anderen einfach vermisse. Also weder Laurie noch ihre Tochter noch deren Enkelin sind irgendwelche komischen Schablonen, die einfach abgemetzelt werden oder werden sollen, sondern wirklich richtig real rüberkommende Elemente des Films, also richtig gut geschriebene Charaktere. Das ist ja was, das kenne ich heute ja schon gar nicht mehr. Ja? Und dann kommt eben das dazu, dass Michael Myers freikommt. Der Arzt, jetzt kommt es ein Moment, da hätte das sein können, dass man das Ganze dreht. Der Arzt schnappt sich die Maske. Der Arzt sticht hier einen Sheriff, der halt Michael dann überfährt, ja, einfach sogar nieder, um ihn davon abzuhalten, Michael weiter zu schaden. Und ah, so fühlt sich das an, oh, ich muss alles nachvollziehen. Da kriegt man mit, dass der Arzt eigentlich selber voll irgendwie der Perverse ist und auf dem Michael-Trip. Und das wird aber nicht weiter groß ausgebaut, das geht nämlich gar nicht, weil das natürlich unterbunden wird. Also Michael wird dann eingeladen ins Auto, gruselig natürlich, weil die Enkelin mittlerweile entführt von diesem Arzt, also mitgenommen, jetzt entführt, dann halt da drin sitzt, der Michael ohne Maske so angelehnt an sie ist und sie versucht jetzt alles, um da rauszukommen. Er fährt jetzt Richtung Haus von Laurie Strode, ja, die Leiche von dem Officer natürlich nicht dabei, aber in dessen Streifenwagen. Und kurz vorher schafft es dann halt die Enkelin, den Arzt zu bewegen. Ja, hier, er hat ein Wort geredet. Was? Er hat gesprochen. Was hat er gesagt? Völlig konsequent. Einfach richtig gut. Sie handelt clever. Ich traue ihr das auch in der Situation so zu. Man merkt den ganzen, ja, wie unbehaglich sie sich fühlt, wie verängstigt sie ist halt in dieser Szene auch wirklich gut an. Schön gespielt, muss ich an der Stelle auch mal sagen. Ja, der Arzt auch super. Ich finde auch den Schauspieler toll, wie er das halt so macht. Jedenfalls ist dann halt so, dass halt da durch diesen Trick sie freikommt, durch den Wald rennt, während ja, der Arzt und halt noch ein paar Polizisten, die den Streifenwagen unterwegs sehen, halt hier auch Opfer von Michael werden. Der lebt sich hier wieder richtig aus, ja, dass er die schön drapiert und anrichtet und dann findet dann die Leichen und dann ist halt eine selber zu so einem Kürbiskopf entstellt worden und der ist auch eine Fackel irgendwie drin. Ja, frage ich mich nur, wo hat er gut Streifenwagen? Also Michael Myers muss ja oft einfach durch seine Filme gehen, wenn man ihn nicht sieht, so hihihihi, das mache ich jetzt, das wird voll lustig. Ja, anders kann man sich das manchmal nicht erklären, mit welcher humoresken Dekorart er dann so um sich wirft oder mit welchem Esprit hier an Bildgewalt er um sich zu werfen scheint. Und so kommt er dann halt auch in das Haus rein. Da findet dann die tatsächliche Abrechnung statt, was wir uns für Charaktere wie Laurie Strode, die halt einfach überlebt haben, die halt das Ganze hinter sich lassen wollten, es aber nicht können, wünschen, dass sie jetzt hier mal richtig entladen kann und ihn fertig machen, das kommt. Er kriegt halt erstmal richtig schön Saures das ganze Haus über. Sie wird aber auch nicht zimperlich von Michael behandelt. Es gibt also einen sehr guten Kampf, der mich auch hier wieder sehr an Terminator erinnert. Die deutlich unterlegenere Person gegen halt das Überwesen, das sie halt jetzt hier durchs Haus jagt. Und dann schnappt die Falle zu. Das Haus ist nämlich in Wahrheit eine Falle für ihn. Und sie schafft es, ihn einzusperren im Keller mit allen Schikanen. Ja, das heißt, also hier gibt es noch irgendwie Stäbe, die plötzlich aus der Wand rausschnellen. Überall wird das Gas aufgedreht. Scheiße war es, Michael steht unten
Und dann, so, McGehen, zack, einmal irgendwie schön Gas aufgedreht, Feuerzeug reingeworfen und Karen, Enkelin und Laurie rennen raus, Haus explodiert, es alles brennt, Michael steht halt nur unten in den Flammen, man hört den Soundtrack und es ist einfach gut. Und jetzt ist natürlich die Frage, so endet der Film, ist es das Ende? Natürlich wussten wir es damals schon, dass es noch einen weiteren Film geben wird, aber für sich genommen einfach eine gelungene Fortsetzung, 40 Jahre später. Maske sieht glaubwürdig gealtert aus, obwohl es eine völlig neue ist, die man dann verwitterte. Dann neuer Overall, er muss sich ja immer irgendwie so ein Overall besorgen. Ja, kriegen wir hin, alles gut. Also alles, was gemacht wird, ist halt im Stile des Originalfilms, im Stile auch anderer Fortsetzungen, die natürlich ignoriert werden jetzt hier. Und ich finde das auch völlig legitim. Das heißt, die Halloween-Reihe hat hier genau gemacht, was der Terminator-Reihe gut getan hätte. Und da sieht man halt einfach den Unterschied. Wer einen Terminator-Film sehen möchte, der sollte sich Halloween 2018 anschauen.